Aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, das ist stockduster. Ich stelle gerade fest, ich habe meine Handschuhe nicht an. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. Bei der rechten Hand ist es noch ein bisschen tricky. Aber es geht. Auf der linken überhaupt kein Problem. So. Ja, wir fahren irgendwie immer noch ziellos, planlos durch die Gegend. Ich suche eine Stadt mit einer Werkstatt. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade hinfahre. Und wenn das gar nichts wird, dann müssen wir teleportieren. So, wir haben den 23. Juni um 15.40 Uhr. Im Hintergrund brutzelt meine Bratwurst. Und die nächsten 4 Tage habe ich frei. Ist das nicht mega geil? Das Einzige, was mir jetzt zu meinem Glück noch fehlt, ist eine Frau. Und ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ich denke mal, es gucken auch Jüngere hier zu. Das geht einem Rentner oder einem ältlichen Herren immer noch genauso wie in der Jugend. Wenn du da wirklich jemanden gefunden hast, war die so mega und da würde ich und du sagst es nicht, du traust dich nicht, du bist schüchtern, du, das ist, ja. So die Panik vor der Abfuhr, ihr wisst, ne? Mann, es muss doch mal möglich sein, hier eine Stadt zu finden. Wollen hier mal rausfahren und da irgendwie gucken, ob es da eine Stadt gibt? Ich meine, da ist ein Kreisel, Madrid. Madrid ist doch immer gut, oder? Kann hier angehen, dass wir hier nirgendwo... Wenn du keine Stadt suchst, dann hast du eine. Nee, mein Freund. Wir fahren. Hinter uns ist gerade nichts. Wir fahren hier raus. Übrigens, es wurde bemängelt von wegen Kamera und den Innenspiegeln. Ja, aber es... Leute, guckt euch das doch an, wenn ihr so einen Truck kauft. Es gibt doch verschiedene Ausführungen. Es gibt doch nicht nur diesen einen von dem neuen. Und der eine davon ist eben der mit der Kamera. Ja, dann kauft doch einen mit dem Spiegel. Wenn ihr das mit der Kamera nicht mögt. Wo ist das Problem? Ist auch keine Stadt, ey. San Sebastian. Fahren wir nach San Sebastian? Mann, ey, das kann alles nicht angehen hier. Und hier kommen wir auch nicht weiter gleich. Wisst ihr was, Leute? Leckt mich an. Dash hier. Wir gucken uns jetzt hier die Karte an. Da wäre Madrid. Ja, Riesenloch ist das hier. Hallo? Hallo Madrid? Ist das unsere Garage? Ja, dann teleportieren wir zu unserer Garage. Kann ich so angehen, dass wir die ganze Zeit hier leer durch die Gegend fahren hier. Ja, es pinkelt auf meinem Handy. Ich krieg eine Nachricht rein und naja. Madrid! Wo ist Madrid? Da ist Madrid. Erstmal können wir aufrüsten. Ja, ich möchte aber kein Video sehen dazu. Mach das aus jetzt! Leute. Bei mir gibt es gleich Currywurst, Pommes. Ist immer lecker. Ganz ehrlich, das kann ich jeden Tag essen, ne? Ich weiß, es ist ungesund. Weg. Madrid. Das ist Madrid. Und dann machen wir jetzt eine Schnellreise hin und dann fahren wir zu unserer Garage. Ach ne, wir kommen jetzt zu unserer Garage. Mann, und dann suchen wir uns wieder eine Fracht, die wir fahren können. Übrigens hat heute kein Update gegeben. Das wundert mich so ein bisschen. Also die Beta scheint soweit sauber zu laufen.
Einzige, was mir so Probleme macht, ist mein PC. Der schaltet gerne mal ab. Und heute Morgen meinte dann Windows, er hätte einen Trojaner gefunden. Ich wüsste gar nicht, wo der herkommen soll. Ich habe nichts installiert oder so. So, schlafen. Ach, es ist hell. Ja, wie gesagt, mir fehlt hier so ein bisschen der Reparaturtrigger in der Garage. Ich muss aber ein bisschen auf die Uhr gucken. 5 Minuten haben wir erst verbaselt. Na, guck mal an. Doch nicht so verschwenderisch wie gedacht. Wir fahren zur Werkstatt zum Reparieren. Und dann gucken wir, ob wir einen Auftrag bekommen. Können ja nicht so, ne? Enter. Wartung reparieren. Na, ich werde gleich beim Rendern sehen, mitbekommen, was er macht. Aber ich habe auch schon jetzt angedacht, einen größeren Lüfter drauf zu setzen. Ich habe auch gedacht, eine Wasserkühlung drauf zu packen. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Tipp an die, die draußen wirklich einen PC aufbauen wollen, die eine Wasserkühlung reinbauen. Und zwar, auf den Mainboards gibt es meistens in der Nähe der CPU Spannungsregler. Die CPU-Kühler, die standardmäßig mitgeliefert werden, das sind meistens sogenannte Downblower. Die blasen die Luft von unten, von oben rein in den Kühlkörper oder ziehen sich die von unten und blasen sie hoch. In beiden Fällen ist es aber so, dass dann an diesen Spannungsreglern entsprechend kühle Luft vorbeikommt zum Kühlen. Das ist schon mal wichtig soweit. Das heißt zum Beispiel mit einem Tower-PC, also mit einem Tower-Luftkühler, könnt ihr euch zum Beispiel die Spannungsregler kaputt machen. Es sei denn, euer Mainboard hat einen eigenen Kühlkörper dafür drauf. Dann ist das alles völlig in Ordnung. Ansonsten würde ich an der Stelle eine Wasserkühlung vermeiden. Das ist auch das, ich habe auch erst die Idee gehabt und habe gesagt, oh, Moment mal, die Spannungsregler haben keine eigene Kühlung, das wird nichts. Also werde ich mir wahrscheinlich einen, ich glaube, das ist ein Alpenföhn, den ich mir da drauf basteln werde, mit einigen Kubikmetern Luft pro Stunde. Ja. Jetzt brauchen wir einen Auftrag, pass auf. Wir sind in Madrid. Oder in der Nähe von Madrid. Und hier gibt es tatsächlich mal wieder Schwertransporte. Na, das ist ja mal nice. Aber nichts Gescheites. Sieht aus wie immer. Das hier wäre vielleicht mal was, oder? Von Madrid nach Granada. Wollen wir das mal nehmen hier? So ein Coca-Cola. Oder wollen wir nach Bilbao fahren? Das Gefühl, hier sind völlig neue Frachten drin. Coca-Cola. Mineralwasser. Iveco. Oh, Iveco, leere Fässer. Aha. Motorroller. 9 Tonnen. Madrid, Valencia. Ui, ein mächtiges Stückchen Arbeit. Ist der was? Komm mal her, wir machen uns den Spaß. Wir fahren von Madrid nach Genua mit so einem komischen Flieger hinten drauf, oder? Zu spät. So, wenn es Updates gibt, ich meine, wir müssen eh Pausen machen und so weiter. Im Moment sind wir gut ausgeschlafen. Das ist soweit alles perfekt. Ja, nu fahr doch!
wir holen jetzt unsere Frachter ab. Ich glaube, so ein Flugzeug sind wir nämlich noch nie gefahren. Was ist denn hier los? Entschuldigung, ich bin müde. Man blinkt nicht, wenn man in den Kreisel fährt. Warum fahrt ihr nicht, ihr Pfeifen? Mann, du. Mal wach werden da vorne. Hallo? Hallo, Sie. Darf ich Sie denn hier mal an die Beke titten? Möchten Sie einen Greis gewinnen? Und die Fellnerin kicken? Meine Fresse. Ja, genau, du machst es richtig. Guck mal, und ich komme dir gleich hinterher. Perfekt, oder? Wir haben das gemeistert, Bro. Das klingt irgendwie seltsam, wenn ein 52-jähriger Bro sagt, der so tut so cool, als wenn er ein Junger wäre. Aber hey, man muss mit der Zeit gehen, oder? Aber es ist schon so, ich habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, wenn ich mir wirklich so die Generationen damals anschaue, meine Oma zum Beispiel oder mein Opa, so im Alter von 50 Jahren, ich glaube, dagegen wirken wir noch richtig jung. Das ist also ein Quantensprung, ganz ehrlich. So, jetzt holen wir unsere Fracht ab. Die ist 52 Kilometer entfernt. Die kriegen wir heute noch aufgesattelt, aber viel mehr schaffen wir, glaube ich, auch nicht. Das heißt, eventuell kriegen wir sie auch heute nicht mehr aufgesattelt. Da müssen wir mal gucken. Wird jetzt auf jeden Fall mal Gas geben. Ja, hör auf zu bremsen, du Pflaume. Lass mich durch. Guck mal, so geht das. Hast du das gesehen? Nee, wa? Der hat jetzt Angst. Warum fahren wir überhaupt so schnell? Okay. Aber so kriege ich das Aufsatteln vielleicht in dieser Folge noch unter. Da müssen wir mal gucken. Und mal einen Schluck was trinken. Dann gibt es gleich erstmal Mangiare. Quirnberger. Was macht ihr? Logistics, okay? Lass mich vorbei. Lass mich sofort vorbei. Er tut's nicht. So ein Flöten, Otto. Tschüss. Na, hast du dich verfahren? Ein bisschen zu scharf gebremst. Okay, hier rein in den Kreisel, hier wieder raus. Und hier waren wir sogar noch nie. Und hier waren wir doch schon, aber guck mal, da ist auch schon wieder was geändert worden.
Nu fahr, Junge. Warum muss der mir jetzt eigentlich so lange vor der Nase rumgurken? Kann mir das mal irgendjemand erzählen? Aber wir sind bei unserem Disponenten angekommen. Das habe ich gesagt, ich wollte ein Flugzeug fahren, ne? Den satteln wir nämlich jetzt noch eben auf. Und dann haben wir ganz, ganz viele Kilometer vor unseren Reifen. So. Alter. In diesem Sinne, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit am Start seid. Das ist jetzt nicht so ganz passend, aber egal. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Tschüssi.